Problem, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Natürlich, mein Lieben. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Also ich bin gar nicht überleben. Let's Play Wolfenstein The New Order. Hab ich gerade gedacht. Wir haben in der letzten Aufnahme... Moment, ich hab was, gell? Yep. Hubschrauber geklaut. Wunderbar, Hubschrauber. Und jetzt geht's daran, da die Fujis zu finden. Etwas mehr herauszufinden. Und Anya könnte vielleicht etwas wissen. Mittlerweile. In den letzten paar Sekunden, in dem sie Nachforschung erstellt hat. Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dati Shoot in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Buja! So, wir müssen jetzt nach schimmigem Beton suchen. Das ist natürlich herzallerliebst. Geh zum Archiv deswegen. Weiter muss ich sagen, ich bin leicht kränklich, also falls meine Stimme sich jetzt gerade ein bisschen komisch anhört, tut mir leid. Aber ich muss mich einfach davon ablenken, die ganze... Okay. Alles nur aufgebaut. Ich muss mich einfach ein bisschen ablenken, wenn man genau hinschaut, ist ein bisschen komisch. Vom Kranksein. So, wer bist du? Ach, Dekla. Ja, sie sagt nichts, okay. Dann gehen wir mal ins Archiv. Rein und... Sie brauchen den Schlüssel, Idiot. Fergus Reed war vorhin hier. Jawohl. Er hat den Schlüssel. Idiot, sagt zu mir. Ich glaube, er die hat den Arsch zu weit offen. So. Was ich mir jetzt eher frage, ist, warum müssen wir jetzt über den Beton Bescheid wissen? Ich will über die Energiequelle Bescheid wissen. Fergus. Ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja. Moment. Fuck! 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 Alles okay, Fergus? Ich werde alt, Blazkowicz. Keine Ahnung, wie lange ich das alles noch mitmache. Es wird schon klappen. Wir können es noch schaffen. Ja? Und wie lange noch? Was soll das werden, Fergus? Ich weiß es nicht. Nichts. Alles. Es geht um den Jungen, verdammt. Private Wyatt. Er sollte hier stehen, nicht ich. Er war noch jung. Er hatte Potenzial. Mit ihm gäbe es eine Zukunft. Wir beide sind Relikte aus der Vergangenheit, die nur noch der Wille aufrechthält. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Tja, ist ziemlich offensichtlich, oder? Ich war bereit zu sterben. Ich hätte es gern getan. Ich habe meinen Arsch gegeben, um den Jungen zu beschützen, Blazkowicz. Und Sie haben sein Leben einfach weggeworfen. Erinnern Sie sich an Prendergast? Der Kerl hat einfach alles überlebt. Und jetzt ist er tot. Sie sind alle tot. Und Sie sitzen hier mit diesem nutzlosen Greis. Ich meine, wie soll es langfristig weitergehen, hm? Wer wird übernehmen, wenn wir die Zügel nicht mehr halten können? Fuck! Und jetzt raus mit Ihnen. Ich muss mich ausruhen. Also hat es doch Auswirkungen darauf, wen wir am Anfang gerettet haben. Und da scheint es ein bisschen, also unser Fergus scheint etwas, ja, sagen wir mal, demotiviert zu sein. Aber, na gut. Wir haben zumindest jetzt mal den Schlüssel. Damit können wir runter zum Archiv. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Haben wir denn irgendwas Sammelbares? Ja. Findest du sogar noch Gold hier? Erst irgendwo muss doch irgendwas versteckt sein. Irgendwelche neuen Geheimnisse hier. So, rein damit.
Ah, Hallöchen, Hallöchen. Personenregister, bekommst du gleich? Bekommst du gleich? Erstmal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Hey, der Witzka. Hallo? Juhu. Moment. Kann man denn... Couch jumpen! Na komm! Verdammt nochmal. Ich wieder hoch? Ich nicht irgendwie... Nee, das geht auch nicht. Denke, aber ich sehe da hinten was. Ich sehe da hinten was. Ich finde schon noch raus. Hier noch irgendwas, irgendwelche Enigma-Codes oder sowas, was man klauen könnte, ein Spielzeug. Okay, warum das im Archiv ist, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Ich weiß, aber gestern ergab die Gleichung einen Sinn. Ich habe sie absolut klar vor Augen gehabt, aber nun ist sie bedeutungslos. Die Variablen sind alle weg. Muss sie finden, nochmal. Die hat auch einen kleinen Batscher. So, bitteschön. Hast du eine Probe des Betons? Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Na gut, dann gehen wir zu den Hubschraubern. Komm mal rein. Da, ah! Ah, da unten kommen wir zu den Hubschraubern. Hangareingang, okay. Komm hier rein. Nur aus Sicherheitspersonal. Verdammt, bin ich denn nicht autorisiert genug? Huhu. Ihr habt einen großen Angriff, einen verdammt großen Generator hier. Und bestimmt auch irgendwo. Ah. Ist kein Schimmer. Und das sind die neuen Hightech-Helikopter. Ich mir denke, sie können richtig geile Hunde machen, Kampfroboter. Und das sind ihre Helikopter sein, also. Puh. Vom Aussehen her finde ich es gar nicht mal so schön. Also da hätten sie sich auch noch was Besseres einfallen lassen können. Beton. Ah, okay. Igitt. Das ist ein Schimmelfleck. Brauche eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen jedoch ein paar Werkzeuge haben. Ja, ich, und darf ich hier unten rein? Nein, das wäre zu schön gewesen. Boah Gott! Wo kommt ihr denn her? Klaus, Max, hallo? Ich verstehe das nicht. Kein einziges Kabel. Alles ist glatt und aufgeräumt. Wo ist das Innenleben von diesem Ding? Hm, Max? Max Hals? Ja, ja, das sehe ich ganz genau so. Okay, ich bin weg. Ich nehme mal dieses Kreissäglein. Und oh fuck, ich hab das. Ziemlich tief gesunken, Mr. Big Cheese. Sie sind jetzt im Kanalisationssystem. Sie finden doch ihren Weg zurück, oder? Alles klar, Klaus. Zurück an die Arbeit. Wir erledigen die Meile nicht. Ja, spinnt doch alle. Okay, Charakter ist ein Klaus Kreuz. Das andere habe ich nicht. Die Aufnahme habe ich noch nicht. Gesundheitsversorgung habe ich noch nicht. Gold und Brief auch noch nicht. So, jetzt muss ich hier durch die Kloaken durchradern. Oh, Moment. Ah. War der Plasma-Cutter. Okay. Ich finde schon meinen Weg herauf. Kümmert euch gar nicht um mich. Hey. Du, ich will dich. Komm jetzt hier durch. Wahrscheinlich von der anderen Seite. Aber wie zum Henker? Was sei du? Hallöchen. Mal ganz sagen, ihr mögt mich nicht. Nein, definitiv nicht. Was? Hä? Stimmt, wir sind ja eigentlich nur zwischen den einzelnen Häusern. Also ja, richtig schön im Untergrund. Ich muss gerade die Story ein bisschen zusammengreifen. Kann ich denn... Ah, okay. Moment, wer hat das überhaupt verbogen? Muss ich mir jetzt Gedanken machen oder nicht? Erstmal nachladen. Dankeschön.
hätte mir durch, ich werde jetzt irgendwo rauskommen, wo es irgendwie Regime-Soldaten gibt. Und ja, ich springe nur zwischen Regime und Nazis hin und her. Entschuldigung deswegen. Ken, Hallöchen. Hier ist nichts. Hier sind aber auch. Oh, hier sind Dokumente und Bilder. House of the Rising Sun. Die Volksmusik. Oh, ist das. Oh Gott, danke. Leute, ihr macht mich fertig. Wisst ihr das eigentlich? Muss ich jetzt dann wirklich kämpfen oder was? Oh Gott, oh Gott. Ich dachte, hier wäre es jetzt mal friedlich. Ich könnte ein bisschen was machen, aber nein. Schön. Aber ich würde mal sagen, ich gehe nach da hinten lang. Das sieht nämlich wesentlich freundlicher aus. Und wir haben ja was. Und zwar. Laufwerkverbesserer. Das muss ich mir mal angucken. Was macht das denn? Der Laserkraftwerk wurde mit einem Reflexionsmodul verbessert. Dadurch breitet der Strahl von nahezu jeder Oberfläche ab und verläuft in eine neue Richtung. Leicht verringert der Energie weiter. Ah, okay. Muss ich das irgendwie abstellen oder? Ja, weniger. Ich bin irgendwie. Ich kann wahrscheinlich nichts sagen. Prall mal hier und dort ab. Geht leider nicht ganz. Na gut. Okay, weg mit der Kette. Schön. Mir noch was? Nein. Auch nicht hier? Auch nicht. Na gut. Kloaken-Race, die zweite. Oh fuck, hallo. Dummes Trönchen hier. Doch alle keine uferne Chance. Na, kommst du? Hättest du eventuell die Freundlichkeit zu sterben? Danke. Die machen immer auch Schrotfindmunition. Und eine Schrotfinde. Oh ja. Oh, eine richtige Schrotflinte. Oh ja. Jetzt sind wir im Geschäft. Kann ich denn irgendwas nehmen davon? Leider nicht, nein. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn ich die Panzerung beim Roboter nehmen könnte. Haben wir denn. Schmiedi? Hä? Ist keine Ahnung, wo das jetzt war, aber okay. Ich bin so frei und akzeptiere es mal. Ich habe schon festgestellt, akzeptieren ist der erste Weg zur Besserung. Oh. Hier noch irgendwas machen? Hallöchen. No, oh nein, nein, du wirst definitiv nicht mit mir anlegen. Oh. Wie bin ich mit der Schrotfinde? Oh Gott! Weiß nicht, was du von mir willst. Hallo? Mistviech. Es wäre schön, wenn ich alle gleichzeitig. Oh nein, noch nicht. Es ist bestimmt noch irgendwas, was man ergattern kann. Zum Beispiel eine Leiter, die uns wohin führt? In der Lage? Oh, Medikit. Ah, jetzt haben wir wieder Messer. Nice, okay. Hätte ich vielleicht früher wissen sollen. Bewege ich mich jetzt eigentlich richtig oder falsch? Ist die Frage, weil ich soll eigentlich da hinten durch, aber irgendwie. Mach ich das gerade doch nicht. Achso, da geht's jetzt den zurück. Dass die wissen das. Ja. Na komm. Noch nicht, lass mich nochmal zurück. Dankeschön. Und einmal. Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, einmal nicht runterfallen, aber na gut. So ist das nun mal. Ah. Oh. Wir sehen könnt eine Titankiste. Die macht nicht so schnell kaputt. Ist nichts, da ist nichts. Was soll man hier ein bisschen jumpen, Mann? Oh.
Öffnet von der anderen Seite. Na, herrlich. Aber wie? Ich irgendwo hier durchpaddeln? Hier ist definitiv Panzerglas. Und da sehe ich eine Goldschale. Oh. Ich sehe eine Goldkette. Kann ich irgendwie... zu ihm hier? Ah! Ich müsste den Strahl so blocken, dass er da runterkommt. Moment. Muss ich mal ganz kurz husten. Wie kann ich den Strahl so rüberleiten? Verdammt. Okay. Wo ist die nächste Batterie? Ein Ha-ha-ha-ha-ha-Hide. Nicht mit mir, Jungs. Nicht mit mir. Mist noch nicht. Hier muss doch irgendwo was zum Aufladen sein. Ich gebe jetzt nicht Ruhe, bis ich das Ding habe. Weiß nicht. Ich muss jetzt zurücklaufen. Oh komm, schon habe ich meine Chancen schon vertan. Komme ich denn überhaupt her? Da ist aber auch nichts. Doch eigentlich von da raus. Von da? Ah nein, von da. Alle guten Dinge sind drei. Okay, irgendwo gab es eine Aufladestation. Wo war die? Aufladestation, ich brauche dich. Ah, gefunden. Der tut sich mal, um eben zu niesen, einen auf. Glück, wenn ich bitte darf. So, bitte. Haben wir die Nase wieder etwas frei bekommen und wir rennen jetzt einfach mal. Pardon. In der Hoffnung, dass wir es vielleicht doch irgendwie schaffen können, da hinten reinzukommen, weil ich hätte doch lieben gern diese Goldplatte. Ich weiß, es ist bloß ein Sammelteil. Man könnte es auch überspringen, aber... oh, kommt schon. Hier, ach so, hätte ich. Verdammt. Sehe ich ungefähr die Einschusslöcher? Nicht mal. Okay, Moment. Ah. Hier lässt sich mir jetzt halt wieder ein bisschen auf. Okay, das heißt, ich kann nochmal probieren. Auch mal dich hier. So. So gerade, wie ich dich hinbekomme. Nicht ungefähr. Na komm, lade ich auf. Ich krieg dich schon noch. Aber es hilft mir und Jahre dauern wird. Irgendwie mag ich diese Kette nicht. Na komm schon. Ah! Okay, wisst ihr was? Sei es drum. Jetzt sind wir hier drauf, fertig. Das war's. Mehr als probieren kann ich es nicht und eure Zeit verschwenden möchte ich natürlich auch nicht. Wir haben ja davor schon ein paar Sachen nicht gefunden, also, naja. Es schadet drum, aber
lieber in der Story vorangehen. Warte mal, wo ist mal hier hinten hin? Und dann so rüber. Und dann so rüber. Und mit dem Katakatan. Oh. Ich hau die auch gleich. Soll ich? Wieder mal wegflexen. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Diese Regime-Bastarde. So. Wir haben ein Stück Beton und sind relativ langsam. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Das kann man machen, Hallöchen. Das Spielzeug hat dich gefunden. Spielzeug? Ach, müssen wir Max so Spielzeug bringen? Okay. Ich habe verstanden. Maxilarin. Dein Spielzeug. Was war das? Mein Wurfeltelefon. Ah, das Feuerwehrauto, weiß ich, wo es ist. Das habe ich doch. Oh Gott, bin ich langsam. So. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Das haben wir noch. Ah, das Telefon. Wusstest du, dass hier noch was war? Von das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Nicht viel? Es funktioniert. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Viel Spaß, alte Lady. Was haben wir noch? Einmal ein Würfelchen. Also, die kommen wir gleich. Erst müssen wir uns um Max kümmern. Ich hoffe, dass die hier irgendwie einen Würfel drin hat. Nein, nur lautes, wirres Zeug. Okay, Würfelchen, wo bist du? Und oh Gott, bin ich... Ach, jetzt endlich mal etwas schneller. Okay. Hat auch lange genug gedauert. Hast du dein Spielzeug verloren, Max? Amerikanischer Trottel. Hey, Moment. Ich bin kein Trottel. Na gut, finden wir das Spielzeug noch vor uns. Wo haben wir denn? Taschen überall. Ein kleines Würfelchen. Wo könnte denn ein Würfel hin sein? Gott, eine Gebetsstunde. Ja, ne, die kennen wir schon alle. Hier ist auch nichts. Also eigentlich müsste doch so ein Spielzeugwürfel auffallen, oder? Betonung auf eigentlich. Schimmelverein Berlin. Das nennt man wohl ausgerechnet gerechnet. Laut Berichten unserer Freunde vom Widerstand scheint eine neue Art von Schimmelsporengebäude gefallen zu haben, die aus dem vom Regime verwendeten Superbeton bestehen. Hier sind unsere Schimmelsysteme und breitet sich über die ganze Stadt aus. Vom Widerstand könnte großer Vorteil sein. Der Schimmelfraß scheint die Stabilität des Betons zu beeinträchtigen, wodurch für das Regime wichtige Gebäude in Berlin einfach zerstört werden können. Aha. Okay, jetzt weiß ich, was mit dem Schimmel auf sich hat. Achso, da komme ich nicht mehr rein. Ich hoffe es mal inständig, dass dort nicht der Wurf hier drin ist. Das haben wir nämlich ein Problem. Nein, da ist er nicht drin. Roboterteile. Ich liebe Roboter. Also mitnehmen, dankeschön. Wo ist der Würfel? Gibt's ja gar nicht. Kann ich alles aus dem Würfel finden? Oh, Albtraum.